Hier. Hier. Nicht, was du denkst. Mit dem Eis ist auf mich zugekommen. So, verstehst du? Der wollte zuschlagen. Ich wollte es ihm nur aus der Hand reißen und dann ist er mit dem Kopf hier auf die Stufe geschlagen. So. Schädelbruch, oder? Was weiß ich? Ja, da war nichts mehr zu machen! Warum denn? Am Nachmittag. Er kam zu mir, um mir ein Geschäft vorzuschlagen. Angeblich eine todsichere Sache. Aber ich habe ihm gesagt, ich habe mich einmal reinziehen lassen. Das reicht mir. Aber da ließ er nicht locker. Ich fing an zu drohen. Ich habe gesagt, beschworen habe ich ihn, dass er mich in Ruhe lassen soll. Dass ich mit dir leben will. Ohne Angst, anständig. Aber er hat gelacht. Dass er zur Kripo gehen will. Anzeige erstatten, anonym. Und dass wir zwei ihn einen Dreck interessieren. Raus. Raus, habe ich zu ihm gesagt. Verstehst du, ich wollte ihn nur rausschmeißen. Ich habe ihn an der Jacke gegriffen. Nur an der Jacke und da war wie ein Irrer. Der schrie rum, fluchte und naja, dann griff er zum Eisen. Warum bist du denn nicht zur Polizei gegangen? Das war doch ein Unfall. Tja, wie soll ich denn das beweisen? Wie erklären, weshalb er hier war? Wie hätte ich beweisen können, dass es ein Unfall war? Was haben Sie in der Zeit, sagen wir mal, zwischen 16 und 19 Uhr gemacht? Wir waren zu Hause. Frau Wendereich hatte Urlaub und ich habe Überstunden abgesetzt. Noch eine Frage zu Peter Becher. Hat er irgendwann mal während der Feier das Zimmer verlassen? Ich glaube schon. Ach, ihm war schlecht. Wir waren alle mal draußen. Wann ging er? Da muss ich überlegen. Hans ging gegen 22.30 Uhr. Hm? Becher war noch da. Vielleicht eine halbe Stunde. Wann waren Sie das letzte Mal in der Laube, Rainer Carstens? Welche Laube? In der Gartensiedlung Grüne Aue. Wie dürfte Ihnen doch bekannt sein? Mir? Wieso? Wir wissen, dass Sie dort waren, im Mai, nicht wahr? Im Mai? Ja, das kann sein. Aber vor 2 Jahren. Carsten hatte mir seinen Garten zum Kauf angeboten und da habe ich mir mal angesehen.